Es gibt ja immer drei von vielen Möglichkeiten, manchmal gibt's sogar noch mehr. Dein erstes Buch. Ja, kann man sagen. Wie ist es eigentlich, wenn man sich plötzlich zwischen zwei Buchdeckeln wiederfindet? Ja, ein bisschen eigenartig, aber man gewöhnt sich dran. Es ist nicht schwierig, es passiert einfach. Wie ist das Gefühl, wenn man sich so öffnet? Ja, anders geht es gar nicht. Man muss sich öffnen und man muss einfach, ich tue ja gern meine Geschichten erzählen. Und es sind alles wahre Geschichten, also das sind keine Erfindungen. Und so gesehen brauche ich mich nicht so großartig bemühen, oder ich muss nur mich zurückerinnern, wie war das. Die Eisenstraße und die Gemeinde Ipsitz präsentierten einen faktotum behafteten Schmiedekünstler nach einer Idee von Thomas Welser. Sepp, wer ihn kennt, weiß, der eine Geschichte, ich habe das nächste, und jedes Element, was irgendwo dort angenagelt oder verschaut war, hat diese Geschichte, und der Brabant dann gesagt, ja, eigentlich, wieso hält man das nicht fest? Ja? Und ja, eine Idee ist meistens der Ansporn dafür, dass dann irgendwann wirklich was passiert. Ja? Und jemand dachte, eigentlich ist die Idee gar nicht so deppert. Professor Martin Ordner schrieb dazu musikalische Ideen zum Buch. Es gibt ja immer drei von vielen Möglichkeiten, manchmal gibt's sogar noch mehr. So hab ich reingespielt mit 15 Seiten in dieses Buch, das gibt was her. Vor großer medialer Präsenz und Freundesschar wurde das Erstlingswerk im Ferrum Ipsitz aus der Taufe gehoben. Ja, ich glaube auch, das ist das erste Buch in Ipsitz, dass es über den Schmied wirklich handelt. Und wir wissen, der Sepp Eibel ist dieser Typ an Schmied, den was man sich so also vorstellt als Schmied. Er ist ganz authentisch. Das große Interesse war schon bei der Präsentation klar. Keiner ging ohne Buch nach Hause. Weil ich gewusst habe, dass er Ecken und Kanten hat, bin ich ihm eigentlich mit sehr großem Respekt von Anfang an entgegengekommen, nur um nicht ihn außer Fassung zu bringen. Ja, das war aber gar nicht notwendig, weil der Sepp und ich haben uns dann eigentlich sehr schnell sehr gut verstanden. Und wenn man mit jemandem lang redet, dann entdeckt man ja sich selbst in der Person. Und das wird einem vertraut. Und so war das eine schöne Reise in ein sehr gemütliches Miteinander letztlich. Fotos aus dem Fundus und neue Fotos von Barbara Hofleitner machen das Buch auch visuell lebendig. Und wer glaubt, Sepp Eibel gut zu kennen, der wird von diesem Buch ganz besonders überrascht sein. Die Frage ist eigentlich nur, was ist aus deinem Leben drinnen und was hast du uns verheimlicht? Ja, das meiste habe ich euch verheimlicht. Es ist eh klar. Weil sonst bleibt es ja nicht mehr spannend. Das sind nur ein paar Anekdoten, die halt da vorkommen. Und da kann man sich ein bisschen eine Vorstellung machen, was los war und wie es weitergeht. Und was halt, ja, jede Zeit hat eine andere Möglichkeiten. Es ist und bleibt spannend. Das klingt so, als ob es nicht beim ersten Buch bleibt. Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe ja schon gesagt, ich könnte jetzt ein lustiges Buch schreiben oder ein unzüchtiges oder ein, weiß ich nicht, ja, auf bestimmte Freunde bezogenes. Also Material gab es genug. Da gibt's zum Glück so Leid, so wie der Heimisem, der für Ideen mit sich herum hat geschleppt. Und abgearbeitet, schön langsam Stück für Stück, dass wir am Hand des